Ist dein Haus, wirke hier, wie's dir gefällt. Mach dies Haus zu dem Ort, wo du wohnst. Fühl dich frei, dringe ein in unsere selbst erschaffene Welt. Du sollst tun, was dir gefällt. Du sollst tun, was dir gefällt. Freude wohnt in deinem Haus. Leben füllt die Wohnung aus. Du selbst bist Ursprung allen Lichts. Dein Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir. Dieses Haus ist erbaut auf dem ewig wahren Wort. Jedes Lied, jeder Laut soll dich ehren. Wer dich sucht, kann hier sehen, was sein Geist in uns bewirkt. Du darfst tun, was dir gefällt. Du darfst tun, was dir gefällt. Freude wohnt in deinem Haus. Leben füllt die Wohnung aus. Du selbst bist Ursprung allen Lichts. Dein Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir. Ich und mein Haus. Ich und mein Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Ich und mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Wir wollen dir dienen, Herr. Freude wohnt in deinem Haus. Selbst bist du Ursprung allen Lichts. Dein Haus ist hell, es fehlt an nichts. Freude wohnt in deinem Haus. Leben füllt die Wohnung aus. Du selbst bist du Ursprung allen Lichts. Dein Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Friedenskirche. Schön, dass ihr alle hier seid und schön, dass ihr zugeschaltet habt. Das Thema heute Morgen lautet: Sein Wille geschehe, warum? Es klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, was Heino uns später dazu zu sagen hat. Und wir wollen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes führen. Und ich möchte zu Beginn noch gerne beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir uns hier heute Morgen treffen dürfen, dass wir wirklich da sein können, um Gottesdienst zu feiern, um dich zu loben und von deinem Wort zu hören. Das ist ein großes Privileg und man kann gar nicht dankbar genug dafür sein. Amen. In my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love had lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea.
In the silence you won't let go. In the questions your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore, safe to shore. What tomorrow brings. With each morning I rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse. My lighthouse, I will trust and promise, you will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. Seele singet, denn die Nacht ist vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht, der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier, ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Meine Seele singet, denn die Nacht ist vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung juble. Wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Ich lese aus dem Psalmen, dem Psalm 1. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Bote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Der Herr kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören und behält sie im Gedächtnis. Aber von denen, die nicht nach ihm fragen, bleibt keine Spur. Musik.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst dir treu und wirst nicht müde. Den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adlersschwingen. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst dir treu und wirst nicht müde. Den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adlersschwingen. Guten Morgen von mir, von hier vorne. Wir feiern wieder miteinander Gottesdienst. Vielen Dank, Martin, dass du uns hier mit hineingenommen hast, dass wir miteinander zumindest hören konnten oder mitsummen konnten, so wie uns das in unseren Zeiten erlaubt ist. Und wir wollen uns weiter dran machen und etwas über das Vaterunser lernen. Ihr wisst ja, dass das in vielen Gemeinden, vielen Kirchen jeden Tag gesprochen wird. Wir machen das nicht, das ist nicht so ganz unsere Tradition, aber trotz alledem ist es ein wunderbares, wichtiges Gebet, das Jesus uns mitgegeben hat. Und bevor ich hier anfange, möchte ich einmal, dass ihr mir helft durch die Maske. Man darf sprechen, aber ihr müsst eure Maske aufhaben. Und dass ihr mir dann diese Worte nachsprecht von dem ersten Teil. Also ich sage zum Beispiel, unser Vater im Himmel, dann sagt ihr, unser Vater im Himmel. Dann sage ich, geheiligt werde dein Name, dann sagt ihr, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Reich. Und so in dieser Weise. Okay, kriegen wir hin? Ja, auch ihr zu Hause, ich hoffe, ihr habt das auch verstanden. Also sprecht es einfach mit nach, damit wir das nochmal so auch präsent haben. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Amen. Vielen Dank. Ich denke, das war schon ein super Eingangsgebet für uns, ja, weil wenn wir das jetzt mal so sacken lassen, unser Leben Wirklichkeit werden lassen, dann hat es Konsequenzen. Ich fange mal an mit dem ersten, damit wir nochmal einen kleinen Rückblick haben von letzten Sonntag.
unser lieber, geliebter Vater im Himmel, der genau weiß, was wir benötigen, das ist ja das, was wir auch in der Bibel vorfinden, ein paar Verse vorher. Ich hatte auch gesagt, in Matthäus steht die etwas längere Version, im Lukas die etwas kleinere Version. Eigentlich müsste man dieser Zeile in diesem Gebet nichts mehr hinzufügen. Es fühlt sich komplett an, wenn du zu Gott Vater sprichst. Also er ist hundertprozentig dir zugewandt. Na, wie ein kleines Kind zum Opa, zum Papa, zur Mama, zur Oma, zur Tante, wie auch immer kommt, wupp, ist klar, wenn das Kind ruft, in der Regel ist es so volle Konzentration. Bei Gott ist es immer so. Und ich habe mir das mal so vorgestellt wie eine Picknickdecke. Ich weiß nicht, ob ihr gerne picknickt. Also so eine riesengroße Picknickdecke. Und da ist ganz viel drauf, es ist wunderschön und alles ist da und alles ist vorhanden und es bleibt kein Wunsch übrig. Denn Gott, heißt es, euer Vater, und er weiß, was ihr benötigt. Und das zweite, der zweite Blick ist, unser Vater in dem Himmel, dass ihr das Himmelszelt seht mit all seinen Ordnungen, die Himmelswölbung und wisst, boah, das ist das Fundament, davon gehen wir aus. Das ist das, was Gott uns hier zusagt, dieses Zusammenspiel auf dieser wunderschönen Decke und dem Himmelszelt, das über uns erscheint und wo die Sonne und Mond in allem aufgeht. Und nämlich, das tun wir, bevor wir unsere Bitten auf die Zukunft zielen. Also, unser Vater oder unser geliebter Vater, der in den Himmeln ist. Wir haben 7 Bitten, 3 wollen wir uns heute Morgen ansehen und die nächsten 4 nächste Woche. Geheiligt werde dein Name. Du sollst den Namen deines Gottes nicht zu nichtigem, falschem oder lügenhaften aussprechen. So hören wir schon in den 10 Geboten. Also hier ist schon mal was geregelt mit Gottes Name. So dürfen wir miteinander nicht umgehen. Im alten Orient wurde viel im Namen Gottes gesprochen. Hier so ein kleiner Ausschnitt. Im Namen von dem überaus kostbaren Namen Gottes und all seinen heiligen Engeln ist dieses Hemd 20 Euro wert. Aber du, mein lieber Freund, bekommst es für den Sonderpreis von nur 15 Euro. Die Antwort könnte lauten, im höchst ruhmreichen Namen der Heiligen, gepriesen sei Jahwe, ist dieses Hemd keine 5 Euro wert. Aber ich werde dir 10 Euro geben. Also wer einmal schon in Israel war oder wer in Ägypten war, wer in so einem islamischen Land gewesen ist, der Name Gottes wird sehr häufig benutzt. Es ist auch viel einfacher, über Gott zu reden. Aber solche Dinge bestanden da, so habe ich es zumindest in meinen Forschungen rausgearbeitet. Was entscheidend ist, jetzt wird etwas ausgetauscht. War es im Alten Testament noch dieses JHWH, was keiner so richtig aussprechen kann, was man vielleicht mit Jahwe übersetzen kann, ja, ist jetzt komplett anders. Jetzt ist Gott Vater. Und das ist Jesus ganz wichtig, dass er das an erster Stelle stellt und sagt ganz klar, Gott ist Vater und dieser Name, dieser Vater, der soll geheiligt werden. Das ist jetzt der Name Gottes, den ich euch mitgebe. Ich habe euch das letztes Mal schon gesagt, dass es ein Novum ist, dass Jesus das in so eine Zeit hineinspricht. Aber wenn ihr das nochmal nachhören wollt, müsstet ihr das tun. Gott ist Vater. Und Jesus sagt, niemand sollt ihr auf der Erde als Vater bezeichnen. Also jetzt nicht, dass man nicht Papi sagt oder Vater oder so, das verstehen wir nicht falsch, sondern als Übergeordneten, als jemand, der heiliger ist oder zu dem man in der Weise sprechen müsste, als wenn er Gott wäre. Nein, es gibt nur einen Vater, es gibt nur den Gott im Himmel und er ist euer geistlicher Vater, Matthäus 23, Vers 9. Deshalb soll sein Name geheiligt werden.
Er hat nichts bei Nichtigkeiten zu suchen. Vater ist der neue Name Gottes, den Jesus hier einführt und verteidigt und an oberste Stelle setzt. Und der soll geheiligt werden. Nun, jetzt wissen wir natürlich, wie viel Schreckliches im Namen Gottes geschehen ist. Und jede Demütigung und Verfolgung anderer kann nicht im Namen Gottes geschehen. Er ist doch der Vater aller. Und er weiß, was seine Kinder benötigt. Nun wirst du einwenden, Mensch, im Alten Testament, da ist es aber voll. Ja? Da geht es doch richtig zur Sache, auch im Namen Gottes. Da werden doch ganze Familien hingerafft, da gibt es Genozid, könnte man fast sagen. Da wird eine ganze Familie ausgerottet oder ein ganzer Stamm ausgerottet, das alles im Namen Gottes. Wie passt das denn jetzt zusammen? Nun, das ist keine leichte Frage und auch keine leichte Antwort. Und ich vermute, es gibt auch nicht die Antwort. Drei Antworten. Das erste Antwort ist von einem alten Kirchenvater, Origenes, der hat sich auch Gedanken darüber gemacht und hat gedacht, Mensch, wie kriege ich das denn jetzt mit Jesus zusammen? Und er sagt, das ist eine Art Allegorie. Also das ist nicht wirklich so in dieser Brutalität geschehen, sondern das wird nur überspitzt dargestellt, damit wir auch Furcht vor Gott haben. Die zweite Auslegung ist die, dass Leute sagen, nee, 100%. Ne, so ist halt Gott auch. Nee, er ist auch zornig. Heute noch. Gerade noch eine Predigt gehört, wie jemand darüber predigt, wie zornig Gott heute noch ist. Ja, gut, okay, wenn du das weißt. Ja, ich weiß das nicht. Ne? Die dritte Antwort ist vielleicht, dass eben es so interpretiert wird. Ich gebe euch dazu ein Beispiel. Es gibt im 2. Samuel 21, könnt ihr nachlesen, gibt es einen Familienzwist. Das Land befindet sich in der Dürre, in Hungersnot. David fragt Gott, nach einem Gebet wird David klar, es gibt eine Blutschuld, die sein Vorgänger Saul an die Gibeoniter gemacht hat. Die Gibeoniter sagen, okay, wir wollen aber 7 aus deiner Sippe auf dem Berg des Herrn hinrichten. Dann werden einige aus Sauls Sippe aussortiert, einige nicht. Da hat dann David so eine bestimmte Auswahl getroffen. Dann werden diese Männer den Gibeonitern übergeben und dann werden sie, da heißt es dann in Vers 9, diese richteten sie auf dem Berg vor dem Herrn hin. Also 7 Menschenopfer. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, da gibt es noch so eine Geschichte von den Gebeinen Sauls, mir das mal interessiert, da heißt es dann, danach machte Gott der Hungersnot ein Ende. Und das Land wurde wieder gnädig. Also man könnte hier sagen, nach diesen 7 Menschenopfern ist Gott dem Land wieder gnädig und es gibt keine Hungersnot mehr. Aber wie passt das zusammen? War das nur so eine Art, stimmte da, vielleicht wurden die nur verprügelt und man hat da eben Töten draus gemacht? Oder stimmte das wirklich so? Oder liegt die Wahrheit in der Bibel vielleicht darin, dass der Schreiber das so interpretiert und die Perfidität eigentlich in dem Menschen selbst liegt, der denkt, dass Gott so ist? Die Antwort kann ich dir nicht geben, aber diese Möglichkeiten. Also es ist nicht so einfach, das so hinzubekommen. Wie kriegt man das hin, dass es jetzt so ein wunderbarer Vater ist und trotzdem gehört das Alte Testament oder das Erste Testament gehört ja genauso zu uns. Es ist ja nicht ein total anderer Gott. Geheiligt werde sein Name, Vater, Papi, habe ich auch gesagt letzte Woche, Vati, aber nicht Papilein,
Ja, wisst ihr, was ich meine? So Papilein, ne? So Papilein, ne? Papilein und seine Hausschuhe oder so, keine Ahnung, irgendwie so ein Bild, ne? Das nicht, ne? Nein, 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 es geht hier um eine intime, könnte man sagen, eine sehr persönliche Begegnung und Beziehung. Und er sagt ja auch vorher, geh in dein Kämmerlein. Bete dort, da kriegst du Lohn. Wenn du hier vorne betest, also wir Pastoren haben dann schlechte Karten, ja, weil wir immer hier vorne beten müssen, ja, dann ist dein Lohn schon dahin, wenn die Leute, oh, hat der Pastor toll gebetet. Ja, gut. Es geht um deine und meine Beziehung und du darfst Gott Vater nennen. Also geheiligt werde sein Name. Der Vater im Himmel. Das Zweite. Dein Reich komme. Jetzt ist das immer so mit dem, ich kenne das Koine-Griechisch, habe ich ja studiert und dann habe ich das in einer bestimmten Weise ausgesprochen. Jetzt war ich in Griechenland und merkte, oh, das wird ja alles ganz anders ausgesprochen. Aber wir reden von Koine-Griechisch 2000 Jahre her, kann keiner überprüfen. Basileia tou theou, das ist eine gängige Bezeichnung für das Reich Gottes. Also das Reich, das von Gott kommt in dieser Konstruktion. Das Reich, das von Gott kommt. Das Problem ist, dass Basileia oder Reich, wenn wir Reich hören, auch immer ein Territorium meint, ein irdisches Territorium, ein bestimmtes Gebiet, ein bestimmtes Königreich. Aber darum geht es Gott überhaupt gar nicht. Denn Jesus sagt etwas ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und alle Versuche, ein irdisch-christliches Reich zu bauen, sind eigentlich kläglich gescheitert. Oder haben sich versumpft. Es gab wieder Verfolgte, Ausgestoßene, Gedemütigte, Unterdrückte, Verstümmelte, Betrogene und Tote über Tote und über Tote. Und da stimmt was nicht. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einer, na, da komme ich gleich nochmal drauf, dann gibt es so Leute, die, ja, ich möchte euch ein Beispiel geben, genau, von den Puritanern. Die sind so im 17. Jahrhundert, Ende 16. Jahrhundert sind die ausgewandert, wurden auch ein Stück verfolgt. Ja, da denkt man mal, das waren so ganz tolle Leute, die haben puritanisch gelebt. Purity meint aber sowas wie gereinigt, das sind so die Gereinigten, die Reinen. Und die kommen jetzt nach Südamerika und nehmen ihre Bibel natürlich wörtlich, so wie sie es verstehen, und sagen, das ist jetzt unser Land Kanaan. Und das nehmen wir jetzt ein. Und jetzt geht's aber los. USA als neues Kanaan, dessen Ureinwohner von Gott verurteilt waren, jedes Anrecht auf ihr Land verwirkt hatten. Gottes Heilsplan forderte geradezu die Ausrottung der Ureinwohner mit Feuer und Schwert. Die Indianer als Kinder des Teufels, die Ausrottung, eine amtliche Veröffentlichung aus London am 22.03.1622. Unsere Purities. Geht noch weiter. Mit absolut verachtender Brutalität, einmal wird sich gebrüstet, 600 heidnische Seelen in die Hölle geschickt zu haben. Lutz E. von Padberg. Kirchenhistoriker, auch Lehrer an der FTH in Gießen. Ja. Ja, da kann man weinen. Wenn du das liest, wenn du da nicht weinst und traurig bist, das ist echt hart. Und ich glaube, dass da der Fehler liegt. Dass wir denken, wir können ein christliches Reich bauen, eine christliche Bundesrepublik, eine christliche Welt. Mit uns Menschen, die wir sündig sind, funktioniert nicht. Vielleicht auf einen neuen Himmel und neue Erde, ja, da mag das alles sein, aber so funktioniert nicht. Und ich habe auch immer wieder traurige Beispiele
Und dass Jesus sagt auch in Lukas 17, 23, und man wird euch sagen, siehe dort oder siehe dort wird das Reich Gottes sein. Geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn das Reich Gottes kommt wie ein Blitz, wenn es kommt. Und keiner weiß wann. Es gibt ja immer wieder so Leute, die wissen das und ja, im Moment, wie das machen wir mal in der Endzeit, da wollen wir auch mal drüber reden, aber es geht erst im September. Und dann werden wir uns da nochmal reinknien, was da so geht. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben, was mich sehr traurig gemacht hat, auch von jemandem, der so aus diesem Milieu stammt. Vor einigen Jahren ging es darum, um sogenannten Gender Mainstream. Ja? Und da wird ja so ein bisschen so, ich meine, die Ideologie, wenn man die ganz tief betrachtet, ja, da kann ein Kind praktisch entscheiden, mehr oder weniger, soll ich Mann oder Frau werden oder so. Das ist abwegig. Und es gibt nicht nur ein paar christliche Apologeten, die dagegen sind, sondern viele hunderte, tausende Wissenschaftler, die sagen, sowas ist Unsinn. Trotzdem hat diese Ideologie so ein Stück Eingang gefunden und das hat auch Gründe, warum. Zum Beispiel Eltern heute nicht ihr Kind sofort nach der Geburt als männlich oder weiblich einsortieren müssen. Weil 1 bis 2 Kinder von 1000 werden ohne eindeutige Geschlechtsmerkmale geboren. Und das ist für Eltern eine Katastrophe erstmal. Und für das Kind manchmal das Leben lang. Und dieser Mann, der da unbedingt wollte, dass wir die nächsten 4 Wochen über diesen Gender Mainstream sprechen, dem habe ich das auch so gesagt. Guck mal, was ist mit denen? Da gibt's doch ein Erbarmen hin. Und dann machte er so, es sind nur ein paar. Und da habe ich nochmal neu verstanden, was es heißt, wenn man ideologisch in dieser Weise etwas bauen will, was andere Menschen ausgrenzt, die nichts dafür können, dass sie so sind. Ist doch unser Vater. Geheiligt werde sein Name. Sein Reich komme. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und in dieser Welt gibt es andere Gesetze wie in seiner Welt. Der Größte soll aller Diener sein, der Reichste soll der beste Geber sein und nicht der noch von den Armen nimmt. Nein, und geben ist seliger, denn nehmen. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 23,11, Apostelgeschichte 20,35. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, Vers 44, tut denen Gutes. Ja, das ist nicht von dieser Welt. Das kannst du auch nicht bauen. Das geht gar nicht. Da gibt es unterschiedliche Denkmodelle oder auch Martin Luthers Zwei-Reiche-Lehre, aber das kann man mal nachlesen, mal Lust. Aber ihr merkt schon, ja, das funktioniert nicht. Dieses Reich, diese Wirkkraft, diese Wirklichkeit, diese transzendente Gegenwart, ja, die ist anders. Die ist nicht einfach auf ein Gebiet oder auf ein Territorium oder auf ein Land zu übertragen, sondern es bleibt dem übergeordnet, wenn man so will. Es bleibt unsichtbar und wird doch sichtbar. Sowohl im Judentum als auch Johannes selbst erwarteten, wenn der Messias kommt. Es gibt so viele Messias-Aussagen, aber eine von ihnen ist, er wird kommen und richten. Und dann wird er Israel wieder aufbauen. Und welches Land sehnt sich nicht, wenn man okkupiert ist, also wenn man besetzt ist und wenn man Steuern abgeben muss und so diesen Druck merkt und so weiter, von dieser Befreiung. Und das war auch Johannes, der hat gedacht, was ist denn jetzt los? Ich sitze im Gefängnis, habe von Messias gesprochen und was ist jetzt? Und schickt seine Jünger zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, gibt ihnen weiter, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Taube hören. Das passiert. Und Johannes wird später umgebracht. Siehe her oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Und in Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, ja, Essen und Trinken, was gut ist, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude und Freude und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, nein, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich frage mich, warum wir uns nicht freuen. Ich frage mich, warum manche Christen unglücklich sind. Ich frage mich, warum ich mich manchmal unglücklich mache. Es ist doch das Reich Gottes, es ist doch Freude. Freude, Gerechtigkeit und Frieden. Vielleicht verpassen wir etwas. Oder wir beten es letztlich vielleicht, aber wir beten es dann vielleicht doch nicht mit der inneren Haltung und Einstellung. Das Reich Gottes, 1. Korinther 4, 20, das andere war Römer 14, 17. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Da steht das Wort Dynamis, Dynamit wird dahergeleitet, in Kraft. Diese Kraft wird sichtbar, aber anders sichtbar. Natürlich auch, wenn Christen sich in der Kommunalpolitik engagieren oder wenn zum Beispiel so ein Hermann Gröhe sich für verfolgte Christen einsetzt oder wenn wir das auch tun, so heute noch, wenn wir darüber reden und so. Klar, aber dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir betreten eine Realität, die eine andere ist. Und wenn wir den Glauben nur so immer runterbrechen auf so unser Handeln und Schön und Bitten und so weiter, dann ist das zu wenig. Das kannst du dir bei jedem linken, grünen CDU-Programm auch anhören. Seid solidarisch und so weiter. Nein, es geht um Gott. Es ist ein Vater. Die Dynamis des Heiligen Geistes. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Immer noch die Picknickdecke im Kopf, die Himmelswölbung, dieses friedvolle Vater ist da und er weiß um alles, bevor wir es bitten und er ist gegenwärtig und du musst keine Angst haben. In diesem Raum kommt dieses Gebet. In diesem Raum, mit dieser Überschrift, mit diesem praktisch, mit diesem, ja, man könnte sagen Hypostase, also mit diesem Fundament. Ja. Jetzt geht's weiter. Woran denken wir zuerst, wenn wir dieses Gebet hören? Dein Wille geschehe. Endlich sollen die schlimmen Menschen bestraft werden und das Gericht Gottes kommen. Hunger und Elend sollen aufhören. Kriegen und Seuchen sollen ein Ende haben. Ändere den Willen derer, die so unmenschlich in dieser Welt regieren. Was sagen wir mal so? Da gibt es ja auch so Gruppen, ich kriege das schon wieder mit, da auch in so evangelikalen Kreisen, da wird dann über den Zorn Gottes gesprochen. Und ich weiß, so, bei den Zeugen Jehovas ist das auch immer so, die letzte Schlacht bei Armageddon, dein Reich komme. Und dann wird alles im Blut, meterweise, literweise Blut. Und Menschen über Menschen sterben und werden gerichtet. Aber wir doch nicht. Wir nicht. Was denken wir dabei? Was denken wir dabei? Es gibt ja so christliche Ortschaften, Texas, Oberberg, irgendwo im Piet Kong, wo so ganz viele Fromme sind. Die Frage ist, ist es da so viel besser? An einigen Stellen schon, aber nicht grundsätzlich. Weil mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt und es wirkt unsichtbar. Oder ist dein Gebet so? Herr, wie kann ich deinen Willen in meinem Leben erfüllen?
Wie kann ich als Tropfen im riesigen Meer der Menschen ein Segen sein? Wie kann ich meine Gaben, mein Geld, meine Zeit sinnvoll für dich einsetzen? Was soll ich heute Gutes tun? Welche Entscheidung mag heute richtig sein? Joyce Meyer, die ich an vielen Stellen auch schätze, sagte einmal: Ich weiß zwar nicht, was die Zukunft bereithält. Das weiß ja keiner von uns. Aber ich weiß, wer die Zukunft bereithält. Also, was bringen wir ein? Oder haben wir Angst vor diesem Gebet? Haben wir Angst davor? Kann sein. Tief in uns schlummert ja letztlich der Widerstand gegen Gott. Das wollen wir ja oft gar nicht zugeben, aber oder wir denken, Gott will uns leiden lassen. Gott will uns mit Krankheit über, will Druck machen. Ja gut, es gibt auch Dinge, die uns reifen lassen im Glauben, aber manchmal haben wir so diesen, ja, diese Befürchtung, Gott will uns eigentlich nur etwas nehmen, was mir wichtig ist. Kann sein. Es mag auch Dinge geben, die solltest du abgeben. Und ich glaube auch, dass wir oft an manchen Stellen diese Dinge nicht abgeben wollen, nicht erlöst sind. Besonders wenn es um Geld, Macht, Sex und Reputation geht. Ich sprach jetzt gerade mit einem jungen Mann, der aus einer Gemeinde kommt. Ja, so gut Bürgertum. Und dann erzählte ich ihnen, ja, so wir haben früher Straßengottesdienste gemacht und wir machen hier Mittagstisch und es gibt so Dinge. Da hat er gesagt, die würden nie auf die Straße gehen. Nie. Würdest du? Es gibt Dinge, die etwas von uns verlangen, ja. Aber Gott selbst ist der Vater. Und er weiß, was gut für dich und für mich ist. Ich merke das bei meiner kleinen Enkelin. Also demnächst muss ich anfangen, sie zu fragen, weil sonst geht das nicht mehr. Das habe ich bei meinen Kindern auch immer gemacht, dass ich sie vorher gefragt habe, wenn ich etwas über sie gesagt habe. Zähne putzen will man nicht. Ja, das ist unangenehm. Muss aber sein. Es kommt auf dich und mich an. Kannst du beten, dein Wille geschehe? Können wir beten, dein Wille geschehe? In meinem ganzen Leben? Sag nicht so schnell ja, sondern sei zu Gott ehrlich und sag ihm, das ist ein Bereich, da lasse ich mit mir nicht drin. Da kannst du mir sagen, was du willst. Geld, Macht, vielleicht meine Sexualität, die ich in gewisser Weise lebe, oder mein Ansehen. Dann ehrlich sein. Erinnerung, und dann sind wir auch schon am Schluss. Wenn du betest, wenn du dieses Gebet betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir zu und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Da gibt's Lohn. Super Lohn. Zum Schluss lese ich noch einmal Matthäus 7, 7-11. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut,
Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel, so auf Erden. Amen. Auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dankeschön. Ein schönes Lied. Ich singe das immer wieder gern. Und ich möchte dir so eine Minute, ein, zwei einräumen, wo du selbst mit Gott sprechen kannst. Vielleicht hat dich was angesprochen, vielleicht ist dir was wichtig geworden. Dann sag es ihm. Letztlich bleibt nur das bestehen, was du mit ihm besprochen hast, was du ihm gesagt hast und wie du mit ihm gelebt hast. Ein, zwei Minuten Stille und ich schließe das dann mit einem Gebet ab.
Herr Jesus, ich persönlich danke dir sehr für dieses Gebet. Ich danke dir für diesen Einblick. Ich danke dir, dass dein Reich nicht von dieser Welt ist. Aber dass wir, indem wir in diesem Reich leben, diese Welt mitprägen. Wie Jesus überliefert in Johannes 17 auch schon gebetet hat, dass du uns in der Welt lässt, dass du uns nicht von der Welt nimmst, sondern in dieser Welt lässt. Herr, ich bete für die unter uns, die Angst haben, dein Wille geschehe in meinem Leben zu sagen, in welchem Bereich auch immer. Da bitte ich dich, nimm uns die Angst und lass uns fröhlich die Dinge bekennen, weil dein Reich besteht aus Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ich wünsche mir, dass das in unserem Leben, in meinem Leben immer präsent ist. Wir sind glückliche Menschen. Wir sind Menschen, die du erfüllt hast mit Gerechtigkeit und Friede und Freude. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, auch das zu geben, was wir uns nicht gerne nehmen lassen wollen. Aber dass wir auch sehen, welche wunderbare Kraft darin liegt, dir doch zu vertrauen. Du weißt doch um alles und du meinst es immer gut mit uns. Amen. Ihr Lieben, noch ein paar ganz kurze Ansagen. Zuerst einmal Erna Müller, die wäre gestern 101 geworden. Und es war ganz witzig, ich habe das noch rumgeschickt, weil ich habe da so einen Erinnerer aus dem Kalender, elektronischen Kalender, und da stand da ein Jahr. War süß, aber da lebte sie schon nicht mehr. Erna Müller durfte, wo ich das stehen hier? Will ich das gar nicht hier stehen. Was ist das denn? Ich soll gleich nochmal suchen. Also sie ist am 3. Juli, ich meine, sie ist am 3. Juli verstorben. Also sie ist 100 Jahre alt geworden, sie war am 10.07.20 in Küritz geboren, liegt ungefähr so 30, 40 Kilometer, da in der Prignitz, so in der eine Ecke, wo ich meine erste Gemeinde hatte. Putlitz stammte nämlich ihr Mann Herbert Müller. Tiefe Bedeutung für mich, da das meine erste Stelle war. Sie wurde 1963 von Pastor W. Kerstern hier getauft und war seitdem auch Mitglied in der Friedenskirche. Sie lebte in den letzten Jahren in Berlin bei ihrer Schwester, bei ihrer Tochter. Bei aller Dankbarkeit fehlt doch der Mensch und wir wünschen Gottes Kraft und Segen. Ich glaube, es war der 3. Juli, aber ihr kriegt das noch geschrieben. Kollektenprojekt Kunyumba, da sind schon 667 Euro zusammengekommen. Da müsstet ihr dann draufschreiben, Juli, Kollekte Juli 2021. Und nächsten Sonntag, dritter Teil des Vaterunsers. Dann gibt es den Gefangenen des Monats. Die Petition geht leider gerade im Moment nicht. Aber Hans Hilsberg, Kämpfer für diese Sache, steht draußen rechts und er dürfte wieder unterschreiben. Macht das. Es hilft. Es ist wirklich so, dass es hilft. Kollekte kommt auch noch, ich sehe das schon. Ich lese uns aber noch etwas vor von diesem Mann Sang Shunle. Um den Gefangenen des Monats im Juli 2021 haben sich die Gesellschaft für Menschenrechte, IDEA und evangelischen Christen in der Volksrepublik Sang Shunle benannt. Sie rufen dazu auf, sich für ihn einzusetzen. Sang Shunle ist seit dem 16. März in Haft. Zunächst lautete der Vorwurf, er habe eine illegale Vereinigung geleitet. Wochen nach der Festnahme beschuldigten ihn die Behörden des Betrugs.
Das ist so ein typisches Mittel, um Mitglieder von Hauskirchen zu denunzieren, aus dem Verkehr zu ziehen, ihnen Macht zu nehmen. Mehr als 10 weitere Angehörige dieser Hauskirche wurden am 16. März beim Gebet in einem Hotel festgenommen. Also die treffen sich noch zum Gebet, ja, und werden dabei sogar festgenommen. Einige von ihnen durften nach Verhören am gleichen Tag nach Hause gehen. Es folgten Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen und so weiter. Die IGFM und IDEA rufen dazu auf, sich an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping für die Freilassung des Christen einzusetzen. Die Verfassung des Landes garantiert eigentlich die Freiheit des religiösen Glaubens. In der rund 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Volksrepublik China leben nach Schätzungen bis zu 130 Millionen Christen, also fast 10%. Das ist richtig viel. Und die meisten davon sind sehr aktiv, auch in der Drei-Selbst-Kirche. Ja, bitte registriert euch, dass wir dort auch, dass dieser Mensch da freikommt, unser Bruder. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, wir sind gegen jede Art von Verfolgung und irgendeine Art von Internierung oder wie auch immer. Aber wir wollen an dieser Stelle auch ganz bewusst an unsere Geschwister denken, besonders jetzt auch an Zhang Chunlei und seine Frau, Kinder. Wissen wir nicht, was da alles ist, und wir bitten dich um deine Gnade und bitten dich auch besonders für die Christen in China. Amen. Die Kollekte geht jetzt rum, ihr werdet sehen, es gibt einen neuen Kollektenkorb, der ist Covid-konform. Also man muss sie nicht mehr durch die Reihen leiten, sondern man kann ein leises Opfer geben oder auch ein lautes, aber niemand muss es mehr berühren, und das ist natürlich auch für Konjumba. Und was ich vorhin schon sagte, das habe ich ein bisschen vorgerückt, seid nächstes Mal dabei bei dem dritten Teil dieses wunderbaren Gebets des Vater Unsers. Wege vor mir. So viele Wege liegen her vor mir, so wenig Wege führen mich zu dir. So viele Wege versprechen mir das Glück, doch wohin ich gehe, da führt kein Weg zurück. Große Gedanken verlaufen sich im Sand, geben dem Nächsten die Klinke in die Hand, vergöttern Wissen, doch wissen nichts von Gott. Heute am Blühen und morgen schon verdorrt. Herr, an deinen Segen ist mir mehr gelegen als an Gold. Auf deinen Wegen will ich gehen. Herr, an deinen Wegen ist mir mehr gelegen als an Gold. Mit deinem Segen will ich gehen. Große Gedanken verlaufen sich im Sand, geben dem Nächsten die Klinke in die Hand, vergöttern Wissen, doch wissen nichts von Gott. Heute am Blühen und morgen schon verdorrt. Herr, an deinem Segen ist mir mehr gelegen als an Gold. Auf deinen Wegen will ich gehen. Herr, an deinen Wegen ist mir mehr gelegen als an Gold. Mit deinem Segen will ich gehen. Ihr Lieben, es gibt wieder Gemeinschaft.
Danach haben wir uns gesehnt, nach dem zweiten Teil des Gottesdienstes. Und der findet gleich unten an den Tischen statt. Herzliche Einung bleibt, es ist viel vorbereitet. Wir können miteinander reden, miteinander sprechen. Man kann auch ohne Maske miteinander reden, sich nur in den Zettel da eintragen und dann haben wir Gemeinschaft. Ist das nicht schön? Hey, da will ich aber ein bisschen, ich meine, ihr zu Hause tut mir da jetzt leid, das müsst ihr Gemeinschaft miteinander haben, aber wir haben das schon mal hier. Und jetzt bitte ich euch, zum Segen aufzustellen. Wo wir den Segen ja schon so wunderschön gesungen bekommen haben. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen müsstest, da ist niemand, der mit mir geht. Keinen Tag soll es geben in deinem Leben, an dem du sagen müsstest, da ist niemand, der mich hält. Keinen Tag soll es geben in deinem Leben, an dem du sagen müsstest, da ist niemand, der mich liebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre dein Herz und deine Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Einen schönen Sonntag noch.